Willkommen zurück bei Griffelkin 666. Wir spielen heute ein neues MOBA-Game und zwar spielen wir Battle Rivals. Es ist ein 3 gegen 3 MOBA-Game. Ihr werdet das Ganze jetzt ein bisschen sehen. Das Ganze findet nur auf einer Lane statt und man spielt halt nur 3 gegen 3. Es ist sehr kampflastig im Team-Modus. Wir sind jetzt gerade im Matchup. Das ist jetzt die Wartelobby, wo man halt die Schlüssel kriegt und Figuren. Es ist alles mehr ein bisschen wie Clash Royale und Co. aufgebaut, wo man halt dann Helden auch aufleveln kann, anstatt halt wie bei Mobile Legends nur in-game zu steigern. Ich zeige euch das gleiche Ganze auch ein bisschen nach dem Match in der Übersicht. Aber erstmal sollt ihr ein Matchup sehen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Für die Leute, die nachher Bock haben, das Ganze mit mir zu spielen, ich zeige gleich nachher auch meine ID. Ihr könnt mich dann in-game adden, falls ihr einfach auch mal ein neues Spiel testen wollt, was in Richtung MOBA ist. Jetzt hätte ich den Schlüssel gekriegt, wenn ich das Monster da oben besiegt hätte. Leider nicht ganz geschafft. So, der liebe Lightborn spielt gerade mit mir mit. Wir treten also im Doppelteam an. Ich habe einen Marksman gewählt, wie in jedem anderen MOBA-Game. Wir spielen auf der Anfängerkarte, da der Lightborn noch nicht wirklich viel gespielt hat. Später wird sie auch größer, wo es dann auch Jungle Creeps gibt. Viele machen hier am Anfang den Fehler, sie gehen am Anfang in den Fight rein, anstatt sich um die Minions zu kümmern. Wie wir sehen können, es werden jetzt relativ einfache Gegner sein. Da geht der, gerät der Lightborn und ich ein bisschen unter die Räder, weil wir uns auch auf den Fight ohne Minions eingelassen haben. Aber das ändert sich zum Ende des Matches hin. So, da kommt die Attacke vom Gegner. Falls ihr ohne Leben da seid und nicht in die Base recallen wollt, gibt es hinter den Türmen immer so kleine Health-Würfel, die einen da ein bisschen aus der Gefahrensituation rausholen. Ja, ich müsste fast recallen, aber ich kümmere mich jetzt mal oben um die Last Hits von den Minions erstmal. Ja, wie bei anderen MOBA Games kriegt man hier für den Last Hit an einem Minion einfach mehr Gold, als wenn man einfach nur daneben steht. Man kriegt dann ein anteiliges Gold. Für einen Last Hit kriegt man, glaube ich, 40 und für das daneben stehen nur 12 Gold. Es gibt halt Items wie bei Mobile Legends, sogar Jungle Equipment, habe ich dann letztens bemerkt. Wir haben hier gerade ein relativ starkes Matchup, da wir halt im Gegnerteam auch tatsächlich einen Tankspieler haben, der jetzt gerade alles abfängt, aber der jetzt tot sein dürfte, wenn der Last Hit passiert. Nein, leider nicht. So, wir verschwinden hinten einmal kurz hinter den Turm und recallen einmal ganz schnell. Ist tatsächlich gerade ein härteres Matchup, wahrscheinlich auch ein gegnerisches Team jetzt gerade, die auch im Duo spielen. Aber das Match wird am Ende gewonnen werden. Ihr werdet es gleich sehen. So, Stück für Stück nähern wir uns hier an die Minions. Da kommen die ersten Hits raus. Ja, unsere Base ist da ziemlich unter Druck, wie ihr sehen könnt. Okay, da haben wir den. Steht 2 zu 2 bis jetzt. Relativ ausgeglichen. Wie ihr sehen könnt, dieses Ein-Laning-Kampf führt halt zu extrem vielen Teamkämpfen. Aber die Gegner kommen gerade in die Falle, die sich langsam aufbaut. Da ist der erste Kill von mir. Ab jetzt geht's los. Immer weiter auf die Minions am Anfang gehen. Nein, da bin ich jetzt selber in die Falle getappt. Was hat der gegnerische Jungler denn mittlerweile für ein Level? Wir gucken einfach mal nach. Ja, er ist Level 4, ich noch Level 3. Das heißt, wir liegen tatsächlich relativ hinterher. Wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht noch zwei Summoner Stones zerstört werden vom Gegner. Da wir sonst einfach die großen Minions gegen uns haben. Ey, okay, wir werden hier richtig überrollt. Können das Match gleich aber auch noch drehen.
Ist jetzt ein bisschen interessanter vielleicht für euch zu sehen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich schwere Gegner hier in diesem Match bekomme. Bis jetzt habe ich noch eine 100%ige Winrate. Die will ich gerne beibehalten. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich es am Ende tun werde. So. Das heißt, wir gehen jetzt mit daran. Ja, perfekt. Ja, da haben wir, der Lightborn hat tatsächlich auch das Jungle Equipment mit dabei. So, damit sind wir gleichgezogen. Oh, oh, raus aus der Nummer. Unser Teammate ist leider gerade noch nicht wirklich hilfreich. Der Tank ist hier halt gerade tatsächlich unser größtes Problem in diesem Matchup. Erstmal auf die Minions losgehen. Das drängt die Gegner halt zurück. Der Turm verursacht hier nicht so viel Schaden wie in Mobile Legends. Ah, wir sind in die Granaten geraten, aber sehr schön. Ein Kill haben wir. Es steht 5:9, wir liegen immer weiter zurück. Aber wir wissen zum Glück, dass mein Held am Ende extrem stark wird. Was mich beruhigt, sobald ich mein Level 5 erreicht habe, ist das Match auf meiner Seite. Solange heißt es jetzt Minion Slayen. Da haben wir den ersten. So, jetzt können wir hier loslegen. Jetzt ist halt der Damage einfach da. Sehr schön, da ist der nächste weg. Jetzt geht das Match auf unsere Seite. Summoner Stone jetzt so schnell wie möglich weghauen. Heißt es. Um dann das große Item zu bekommen. Da ist der Gegner. Der gegnerische Jungler. Marksman. Ja, ich komme da ein bisschen unter Druck. Auf den Soldaten aufpassen, wenn er sich verwandelt. Genau. Macht er unglaublich viel Schaden. Ich bin selber in die Falle getappt. Ich stehe im Moment 2-4-5. Sehr schlecht. Hoffen wir einfach, dass wir das Match tatsächlich gehalten kriegen. Wir gucken da oben mal zu, wie unser Teammate letztes auch noch stirbt. Das ist ein relativ ausgeglichenes Match bis jetzt, Freunde. Und macht dementsprechend auch mal relativ viel Spaß. Bis jetzt lag ich vom Farmen her immer sehr weit vorne. Sollten wir den letzten Summoner Stone noch bekommen, den dritten, sind wir halt einfach auf der besseren Seite. Da ist der gegnerische Tank. Den können wir jetzt mal richtig unter... Nein. Leider habe ich ihn nicht mehr bekommen. Ja, ist egal. Die haben auch erst zwei, wir auch. Man braucht drei Stück. Sehr geil. Jetzt können wir hier ganz schnell den Summoner Stone machen. Setzen wir den Tank mal unter Druck. Geben jetzt Schaden auf ihn. Das ist, glaube ich, jetzt sein Tod. Wunderbar, da haben wir einen. So, und damit kriegen wir jetzt die Super Minions endlich. Sehr schön. Wir haben sie komplett. So, da haben wir noch einen Killer. Da kommen unsere Killer-Minions. Das ist jetzt natürlich sehr vorteilhaft von uns. So, jetzt holen wir mal hier die Fähigkeit und greifen auch die ersten Turrets an. Ja, warte, warte. Lass lieber auf den Turm erstmal. Der wechselt da gut, der ist schlau. So, haben wir schon mal Schaden an ihm verursacht. Ich komme nicht an die Türme ran. Sehr schön, sehr schön. Perfekt, der ist tot. Nice. Einen Turm haben wir auch, sehr gut. Jetzt ist der Moment, wo wir langsam... aufpumpen. Er macht das. Ich gehe so lange auf den Turm und hole den zweiten Inhibitor weg, mehr oder weniger. Da fällt er, sehr gut. Jetzt ist der Gegner extrem unter Druck.
So, jetzt nehmen wir hier meinen Hells Bubble. Ja, also wir haben gewonnen, glaube ich. Ne, noch nicht. Noch nicht ganz. Aber wir sind kurz davor. So, da setzen wir Druck auf den Tank. Lifesteal ist an. Der fällt auch. Wunderbar. Das dürfte das Match gewesen sein, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jawohl, wir haben gewonnen. GG. Doch noch gedreht gekriegt, obwohl wir am Anfang so unter die Räder geraten sind. Freut mich persönlich natürlich jetzt. 7-4-7. Wie man sieht, es wird relativ zügig gespielt. Die Leute achten nicht sehr viel, dass das Match länger dauert. Man kommt halt gerade mal dazu, dass man 3 Items maximal zusammenkriegt. Die Statistik, ich habe 34.975 Schaden gemacht, bin da Damage führend. Der gegnerische Marksman war da auch sehr hart. So, jetzt zeige ich euch das Ganze mal ganz kurz, wie es hier aussieht mit den Helden. Wie ihr sehen könnt, kriegen die Heroes hier auch Level. Meiner befindet sich gerade auf Level 6, ich habe auch einen Level 5er. Und man kann halt über Kisten wie bei Clash Royale und Co. den Games diese Helden freischalten. Oder halt über die Trophäenleiste, wie man hier sieht. Man kriegt halt mit jemandem, wie viel Trophäen man hat, immer kleine Freischaltungen, die einen da einfach weiterbringen. So, das war's fürs Erste mit diesem Video von Battle Rivals. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal, bis es heißt Battle Rivals mit Griffikin666. Ciao.